Hi, hier ist Heike. Willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich dir mal etwas anderes zeigen, und zwar die Planung eines Mini-Albums. Bei mir ist es so, dass ich alle Alben, die ich herstelle, vorab plane. Das heißt, das gibt mir irgendwo die Sicherheit, habe ich zum Beispiel genug Cardstock in einer Farbe, habe ich genug Designpapier, wo muss ich irgendwelche Laschen oder Taschen hinsetzen, damit es am Ende auch gut aussieht, damit es nicht irgendwo hakelig wird. Ich kann die Bemaßung vorher ungefähr festlegen. Ich habe einen Eindruck davon, wie die Fotos platzmäßig dorthin kommen und so weiter. Also für mich ist das eine total praktische Sache. Manch einer wird das vielleicht gar nicht machen, aber für den einen oder anderen mag das vielleicht doch ganz hilfreich sein. Im Vorfeld mache ich mir eigentlich immer Gedanken, wie soll denn das Album eigentlich von der Grundform her sein? Also das Grundgerüst eines Albums ist eigentlich das Wichtigste, weil der gesamte Innenteil darauf natürlich aufbaut. Das heißt, soll dieses Album eine Bindung haben, soll es keine haben, soll das Album, was weiß ich, zusammen zu klappen sein oder soll es nach oben zu öffnen sein und so weiter. Das sind alles so Punkte, die muss man sich halt im Vorfeld überlegen. Und das Album, was ich mit euch jetzt machen möchte, ist ein ziemlich einfaches Klappalbum. Das heißt, es besteht aus einem Verschluss. Das ist hier diese Lasche. So, an diese Lasche muss natürlich hier so eine Bindelasche, sage ich jetzt mal, angeschlossen werden. Und danach schließt sich dann der Mittelteil des Albums an. Und auch hier haben wir wieder eine kleine Lasche, denn ich möchte hier noch eine Seite anbringen, die sich dann quasi direkt in den Mittelteil hineinklappen lässt, sodass sich die Verschlusslasche über das Ganze dann nachher schließen lässt. So, das ist jetzt quasi das Grundgerüst meines Albums. Das heißt, es ist ein einfaches Album. Es wird keine Bindung haben, also wir werden auch keine Seiten irgendwo aufstecken müssen, sondern es ist sozusagen ein Fotofolio, was wir hier machen. So, dann habe ich mir überlegt, welche Fotos sollen denn hier in dieses Album? Also das ist immer die nächste Überlegung. Sollen es große Fotos sein? Welche Formate sind gewünscht? Ja, ich habe jetzt hier mal die kleinen HP Sprocket. Diese kleinen Fotodrucker gibt es ja. Und da kann man sich ja Fotos direkt vom Handy ausdrucken in 2x3 Inch. Und ich dachte, das ist eine gute Möglichkeit, mal hier so ein kleines Album zu machen. Und ja, ich werde jetzt hier hauptsächlich Fotos in 2x3 Inch unterbringen wollen. Wobei man sich da nicht sklavisch dran halten muss, denn man kann natürlich den Innenteil auch für größere Fotos nutzen und auch die Klappen mit anderen Fotos ausstatten. Also da seid ihr wirklich variabel. Ich zeige euch jetzt halt nur, wie ich es mache. So, die Verschlusslasche, damit möchte ich gleich mal beginnen, soll zwei Bilder fassen in jeweils 2x3 Inch. So, und anhand dieser beiden Bilder kann ich dann quasi auch schon mal die Gesamthöhe meines Albums festlegen. Das heißt, jedes Bild ist ja 3 Inch hoch. Das heißt, wir brauchen schon mal mindestens 6 Inch in der Höhe. Und dazu benötigen wir natürlich hier noch die Zwischenräume und Ränder. Ich veranschlage die meist so mit einem halben Inch. Dann sieht das Ganze auch nachher schön luftig aus und wirkt nicht so zusammengequetscht. Und wenn ich das dann zusammenrechne, komme ich auf 7,5 Inch. Und da ich gerade Maße ja eigentlich ganz gut finde, bin ich jetzt hier mal großzügig und sage, das Album wird 8 Inch hoch werden. So, damit kann ich dann auch gleich zum Mittelteil kommen. Da möchte ich auf jeden Fall mindestens 4 Fotos ebenfalls in 2x3 Inch unterbringen. Eventuell mache ich da auch kleine Fotoklappen, das heißt hier so mit diesen, ja, dass man da halt quasi 3 Fotos dann unterbringen kann. Muss ich mal schauen. Wie gesagt, das ist jetzt immer nur so eine Planung. Das kann sich auch im laufenden Prozess nachher noch ändern. Und ja, diese Fotos sollen dann auch 2x3 Inch jeweils sein.
Die Höhe habe ich jetzt quasi ja schon festgelegt und jetzt kann ich hier am Mittelteil die Breite festlegen. Also die Breite für den Mittelteil lege ich quasi dann fest, wenn ich weiß, was ich im Mittelteil unterbringen möchte. Und erst dann kann ich auch die Maße für diese und diese Lasche festlegen. Denn das Ganze muss ja nachher auch stimmig sein und die Verschlusslasche darf natürlich auch nicht breiter sein oder deutlich schmaler als der Mittelteil. Deswegen immer mit dem Mittelteil beginnen und zwei Fotos mit jeweils 2 Inch Breite macht 4 Inch. Wenn ich dann jetzt noch die Zwischenräume dazu rechne mit jeweils einem halben Inch, dann sind wir bei 5,5 und ja, da ich das Ganze eher luftig haben möchte und eventuell noch bei der Gestaltung variieren möchte, sage ich jetzt einfach mal, der Mittelteil wird 6 Inch breit. Ja, damit kann ich dann sozusagen auch schon mal die rechte Seite hier festlegen, denn die darf nicht 6 Inch breit sein, da die dann, wenn ich sie hier zur Mitte falte, gegen diese Bindelasche stoßen würde. Das heißt, die Seite muss dann auch auf jeden Fall schmaler sein. Ja, 1/8 Inch würde normalerweise reichen. Ich mag es gern ein bisschen auf der sicheren Seite sein, weil ja so ein Cardstock-Album auch mal so ein bisschen beweglich ist. Und deswegen lege ich hier das Maß fest mit 5 3/4. Ja, nun kann ich auch die Verschlusslasche festlegen. Das heißt, ich habe ja hier eine Breite von 2 Inch. Wenn ich dazu die halben Inches rechne, dann komme ich auf eine Breite von 3 Inch, was mir wiederum nicht gefällt, weil dann würde das Album genau mittig geschlossen werden und das ist einfach langweilig. Ja, so ein Album, man schließt ein Album einfach nicht in der Mitte und deswegen wollte ich das gern ein bisschen weiter am Rand haben, möchte aber doch, dass da noch ein bisschen Designpapier hervorschaut und deswegen nehme ich ein bisschen mehr als die Hälfte und sage mal, das Album wird 4 Inch. Also die Verschlusslasche wird 4 Inch breit, denn so könnte ich auch noch die Bilder im Querformat anbringen mit 3 Inch und hätte dann trotzdem noch zu jeder Seite einen halben Inch Platz. Also das wäre sozusagen optimal. Ja, als nächstes überlege ich mir, wo möchte ich denn eigentlich überall Laschen und Taschen oder Klappen anbringen. Und ich denke mal, ich werde mich darauf beschränken, dass ich auf jeden Fall eine Lasche hier im Mittelteil anbringe, das heißt eine große Lasche, die dann quasi diese 4 kleinen Bilder hier verschließt. Man könnte das auch als Tasche gestalten, aber ich denke mal, eine Lasche soll fürs Erste erstmal reichen und diese Lasche soll fast so breit sein wie das gesamte Mittelteil und damit die hier hinten natürlich nicht anstößt an der Bindungslasche, mache ich die natürlich auch ein wenig kürzer und sage, die wird auch 5 3/4 Inch breit. Was wir nachher beim Zuschneiden noch dazu rechnen müssen, sind natürlich hier diese Klebelaschen. Da wird ja noch gefalzt, aber dazu kommen wir gleich. Ja, das wäre sozusagen hier meine große Lasche. Hier vorne könnte man dann quasi noch so eine Tasche anbringen, in der dann hier so 2 Tags stecken oder auch mehr. Da muss man mal gucken, wie das so hinkommt. Und ja, damit denke ich, ist die Gestaltung schon mal recht interessant. Und um das Ganze jetzt noch ein bisschen spannender zu machen, würde ich sagen, integrieren wir hier auf der letzten Seite eine Lasche oben und eine Klappe unten. Und auch im Innenteil soll natürlich hier noch ein bisschen was zu entdecken sein. Das heißt, wir machen hier noch eine Lasche hin. Und auch diese große Lasche wäre jetzt allein ziemlich langweilig. Deswegen legen wir hier über diese große Lasche noch eine etwas kürzere Lasche, die dann vielleicht mit einem Magneten verschlossen werden kann. Ja, um das Ganze jetzt auch hier ein bisschen schon mal zu bemaßen, würde ich sagen, die große Lasche hier, die wird eine Höhe von 7 Inch haben. Das heißt, ich habe dann hier jeweils einen halben Inch Platz. Das heißt, auch diese Klappen können dann schön geschlossen werden und stoßen hier nicht
an der Kante an, das heißt also 7 Inch. Und von der Breite würde ich sagen, darf sie natürlich auch nicht ganz bis zum Rand gehen, sondern sollte bei 5,5 Inch in der Breite optimal gewählt sein. Ja, die nächste Lasche, das wäre hier diese kleinere Lasche, die praktisch dann diese große verschließt. Da habe ich mir gedacht, vielleicht könnten wir da auch noch 2 Fotos unterbringen in 2x3 Inch. Und dann sieht das Ganze so aus und das macht jetzt eine Gesamtbreite von 4 Inch, dann plus die halben dazu, das sind 5. Und wenn ich hier auch noch einen halben rechne, man kann ja dann so ein bisschen schieben mit den Fotos, dann kommen wir hier auch auf 5,5 Inch. Und das passt dann auch ganz gut, weil dann schließt die auch nicht direkt hier mit der Kante ab, sondern ist dann schön hier, ich sag mal, das sieht einfach harmonischer aus, wenn die Laschen nicht ganz bis zur Kante gehen. Ja, dann fehlen uns sozusagen noch die obere und die untere Lasche. Da würde ich sagen, die müssen auf jeden Fall tiefer hier sein als 4 Inch, denn das Album ist ja 8 Inch hoch und wenn die jetzt beide 4 Inch tief wären, dann hätten wir das Problem, dass die hier in der Mitte genau aneinander stoßen und das Papier macht das natürlich nicht lange mit und sieht dann irgendwann nicht mehr schön aus. Das heißt, ich wähle auf jeden Fall hier ein längeres Maß als 4 Inch. Da kann man ein bisschen variieren. Ich würde sagen, 5 Inch bis 5,5 Inch sind eigentlich optimal und deswegen würde ich jetzt hier 5,5 Inch erstmal festlegen, wobei man da natürlich nachher noch schauen kann, ob man irgendwelche Papierreste verwenden kann, die dann vielleicht nur 5,25 sind. Das reicht auf jeden Fall auch. Ja, das wäre jetzt sozusagen schon mal die Grundform. Also ich habe jetzt sozusagen festgelegt, wo sind welche Taschen, wo sollen Fotos integriert werden. Man könnte natürlich dann hier auch noch mit Taschen arbeiten, aber das ist nachher alles eine Sache der Gestaltung, das kann man später festlegen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man weiß, wo sind irgendwelche Klappen und Laschen. So, und was uns jetzt natürlich noch fehlt, ist, diese Bindungslaschen, die müssen natürlich auch schon mal gut geschätzt werden. Und das kann man natürlich erst dann machen, wenn man weiß, wie viele Klappen und Laschen oder Taschen oder ja, was auch immer, habe ich denn hier in meinem Album. Ja, also ich muss quasi wissen, wie hoch wird dieser Innenteil werden. Und zwar mache ich das immer so, dass ich die erste Lasche, das wäre praktisch die hier mit 7 Inch Höhe, das wäre die, die praktisch ganz unten ist. Die falze ich nur einmal am Rand und kann die einkleben. Bei der nächsten Lasche, das wäre die, die sich hier drüber schließt, da müsste ich jetzt hier am Rand ein Achtel zugeben. Ja, der Grund ist einfach der, dass wenn ich jetzt hier bedenke, unten sind Fotos, auf dieser Lasche, auf der großen sind auch Fotos, ja, das kommt immer so ein bisschen höher, weil die Fotos natürlich auch eine gewisse Dicke haben. Und wenn ich jetzt hier nichts an Höhe zugeben würde, dann würde sich die Lasche quasi über dieses Papier biegen. Das Ganze wäre auf Spannung und der Magnet würde wahrscheinlich sowieso nicht halten. Deswegen, man gibt immer pro Lasche mindestens ein Achtel dazu. Also ich mache das zumindest so und fahre damit bisher eigentlich immer sehr gut, dass ich zu jeder Lasche wirklich ein Achtel, also immer in der Höhe wieder dazu gebe. Das heißt, wir falzen nicht nur die Klebelasche, sondern falzen auch dazwischen noch ein Achtel ein. Das wäre jetzt hier in diesem Falle ein Achtel und natürlich muss ich das auch beachten bei der unteren und der oberen Lasche, da sich die untere Lasche zuerst schließt und die obere Lasche dann zum Schluss drüber kommt, gebe ich zuerst hier bei der unteren Lasche ein Achtel zu meiner kleinen Lasche dazu. Das heißt, wir sind jetzt hier bei 2 Achtel, also ein Viertel. Und hier oben hätten wir das Ganze dann nochmal um ein Achtel erweitert. Also sind wir da bei 3 Achtel, die wir auf jeden Fall zugeben müssen. So, das gleiche wäre dann hier noch bei dieser großen Lasche, denn angenommen, ich mache hier wirklich so eine Klappkärtchen rein,
Das wird relativ dick und die Lasche würde dann nicht mehr so schön flach drüber liegen. Deswegen muss auch hier mindestens ein Achtel mit eingearbeitet werden, damit die Lasche Platz nach oben hin hat und dann wirklich schön flach über dem Mittelteil liegt. Ja, das sieht dann einfach viel schöner aus und wenn man das Album aufklappt, dann kommt einem nicht gleich alles entgegen. Und ja, das sind so Dinge, die muss man halt bedenken und genau deswegen plane ich halt auch solche Alben immer vorher, weil man halt dann wirklich schauen kann, passt das nachher auch wirklich, ja, oder habe ich irgendwas nicht bedacht, wenn jetzt hier ein Foto reinkommt und vielleicht noch auf irgendwelchen Text befestigt wird. Ja, das Ganze wird doch ziemlich dick und hoch und deswegen bin ich immer dafür, sowas im Vorfeld schon ein wenig zu planen. So, jetzt kann ich quasi auch die Breite hier meines Zwischenstegs festlegen. Denn ich weiß jetzt zum Beispiel, das höchste wird hier 3/8 sein. Angenommen, da kommt noch das ein oder andere Foto drauf, dann würde ich da doch schon auf einen halben Inch gehen von der Höhe. Und auch hier müssen wir ja bedenken, hier ist ja auch noch, das Ganze wird ja dann übereinander geklappt und hier zusammen mit dieser Lasche und den Fotos darunter ein Achtel. Nochmal ein Achtel, also da würde ich sagen, sind wir schon gut bei einem Dreiviertel Inch. Also das ist auf keinen Fall zu viel. Ja, wenn wir hier ein Dreiviertel Inch wählen, denke ich mal, ist das ein ganz gutes Maß. Also ich würde sagen, damit kommt man hin. So, und da diese Verschlusslasche sich natürlich noch über alles dann drüber legen muss, muss also diese Lasche hier, also diese Bindung auf jeden Fall größer sein als 3 Viertel. Deswegen würde ich hier auf jeden Fall noch ein Viertel Inch zugeben. Nicht nur wegen dieser beiden Fotos, sondern wir müssen ja auch daran denken, dass wir die Rückseite hier noch dekorieren oder eventuell eine große Tasche anbringen. Und da kommt dann auch noch mal ein bisschen Höhe dazu. Das heißt, ein Viertel Inch hier auf meiner Skala sieht eigentlich ganz gut aus und damit wäre das Album sozusagen ein Inch hoch. Also klingt ziemlich viel, wenn man jetzt hier mal schaut, ein Inch, das ist wirklich ziemlich viel. Aber nichts ist schlimmer, als wenn alles drin gequetscht wäre und das Album einem quasi schon entgegenspringt, weil es wirklich total unter Spannung steht. Das macht natürlich dann keinen Spaß. Und selbst wenn ihr jetzt hier zu viel Abstand haben solltet, also wenn das ein bisschen labberig wäre, ja, das ist nicht schlimm. Also dann bringt ihr einfach hier auf dieser Klappe noch eine Klappe an und darauf eben noch eine Tasche und packt da ein paar Tags rein. Also das etwas dazu zu packen ist auf keinen Fall schlimm. Ja, also das ist wirklich total einfach, aber nachher wieder irgendwas wegzunehmen, wegzuschneiden, das ist wirklich dann nicht mehr so schön. Also ich denke mal, da muss man einfach mal schauen, wie haut das Ganze hin. Mit Abschätzen ist immer schön und gut, aber wenn nachher Fotos drin sind und Text vielleicht und irgendwelche Beschriftungs- oder Deko-Geschichten, dann wird man schon sehen, es wird, glaube ich, zu knapp oder eben gut, ich habe noch Platz, ich kann noch etwas dazu machen. Ja, das nächste, was ich dann meistens plane, ist meine Papiermaße. Ich möchte also wissen, das Grundgerüst, wo soll es, also auf welche Größe muss ich es schneiden, damit es sich gut aneinander fügen lässt, denn alles bekomme ich natürlich nicht mit einem Bogen Cardstock geregelt. Und da denke ich mal, 8 Inch sind ja von der Höhe her gegeben und da rechne ich jetzt einfach immer ganz banal zusammen. 4 Inch, 1 Inch macht 5 Inch plus 6 Inch sind 11 Inch und dann nehme ich hier noch den Dreiviertel dazu und dann habe ich quasi einen Bogen Cardstock ganz gut genutzt. Also sage ich 11 Dreiviertel. So, und natürlich müssen wir dieses Stück hier auch noch anbringen. Das heißt, wir brauchen diese Dreiviertel Inch Lasche noch einmal. Das wird dann nämlich übereinander geklebt und hält dann auch prima und ist auch schön stabil. Und dazu meine 5 Dreiviertel Inch Seite und das Ganze sind dann natürlich 6,5 Inch. Ja, und damit haben wir sozusagen schon mal die Maße des Cardstocks uns zurechtgelegt und können das Ganze auch schon zuschneiden und falzen tun wir das Ganze dann natürlich hier einmal bei 4 Inch
dann plus 1 bei 5 Inch, plus 6 bei 11 Inch und die 3 Viertel, die bleiben dann einfach übrig. Und hier unten falzen wir das Ganze nur einmal bei einem 3 Viertel Inch und den Rest lassen wir dann einfach so stehen. Ja, und so, so einfach kriegen wir dann sozusagen schon mal unser Grundgerüst an Cardstock hin. Ja, als nächstes lege ich dann sozusagen immer fest, wie groß denn meine Laschen inklusive Klebelaschen sein müssen. Also ich rechne mir praktisch die Zuschnitte schon mal aus. Ich kann das kurz an diesem einen Beispiel hier zeigen. Nehmen wir mal die große 7 Inch Lasche. Also die ist 7 Inch in der Höhe. 5,5 habe ich hier für die Breite veranschlagt. Dazu kommt hier diese Klebelasche von einem halben Inch. Mache ich meistens, weil ich das am stabilsten finde. Also sind wir hier bei einem Maß von 7 mal 6 Inch und können das Ganze zuschneiden und falzen und haben dann quasi schon mal die erste Lasche fertig. Ja, und so mache ich das dann für jede Lasche einzeln weiter. Und natürlich darf man nicht vergessen, hier die Viertel und 3 Achtel noch dazu zu rechnen, denn ja, sonst sind entweder die Laschen zu kurz oder eben nicht gleich. Aber wie gesagt, wenn man jetzt hier genug Länge hat, dann ist das auch nicht so schlimm, falls man das doch mal vergisst. Ja, so sieht also mein Planungsprozess aus. Das ist jetzt mal so ein kleiner Einblick. Normalerweise male ich mir auch noch die Gestaltung komplett auf. Also ich mache mir sozusagen für jede Seite immer einen Sketch, selbst für Taschen und für ja, simple Fotoseiten, wie es denn am besten aussehen könnte. Aber das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich hoffe, das war für den einen oder anderen doch etwas hilfreich und hat euch vielleicht einen kleinen Einblick gegeben. Auch vielleicht gerade die Geschichte hier mit diesen Höhengewinnungsmaßen, sage ich jetzt mal, dass man da wirklich drauf achtet, dass wirklich jede Lasche dann ihren Platz nach oben hin auch bekommt und somit alles schön flach im Album liegt und auch die Fotos entsprechend Platz haben. Und ja, dann bleibt mir jetzt nur noch, mich zu verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.